Ich habe einen Freund besucht und eine Villa entdeckt. Ja, mit schönem Blick auf den See und ein großes Anwesen, aber mit einer Mauer verborgen. Man hat das Dach gesehen. Und ja, man überlegt sich so schon, wie leben wohl die Leute da drin? Hinter leisen nur versteckt, seh ich ein großes Anwesen, hat meine Neugier erweckt. Wie sind die Leute belesen? In der Villa, vielleicht trinkt er traurig Tequila. Und es wird immer stiller in der Villa, in der Villa. Ein Namensschild am Eingang fehlt. Stattdessen braucht es einen Code, nur von Bekannten gewählt. Bleib bitte draußen, liebe Not. In der Villa, vielleicht trinkt er traurig Tequila. Wird es immer stiller in der Villa, in der Villa. Drinnen liegt ein gepflegter Park. Im Haus allerbester Luxus. Doch vielleicht ein großer Sarg. Die Freiheit wäre ein großes Plus. Das Geld eben die Freiheit nimmt und alle irgendwie versklavt. Warum dem Flussvolk entrinnt, damit sich der Reiche bestraft. In der Villa, vielleicht trinkt er traurig die Killer. Wird es immer stiller in der Villa, in der Villa. Hat Angst um Leben und Geld. Wem kann er wohl vertrauen? Wie schaffen die bessere Welt? Da müssen wir alle schauen in der Villa, in der Villa.